Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schulungsvideo Level 9 LV. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, die Analyse für Ihren Kunden auszudrucken. Ich habe bereits eine Berufsunfähigkeit für einen Angestellten, für einen Arbeitnehmer vorbereitet. Wir wählen uns zwei Tarife aus, die wir miteinander vergleichen möchten, nehmen hier den Tarif SBU Komfort der WWK und vergleichen diesen mit der SBU Premium der Nürnberger. Unten gehen wir über Vergleich und Kennzahlen und kommen jetzt in das von Level 9 gewohnte Bild, wo Sie die Unterschiede haben. In dem Beispiel hier haben wir nicht erfüllte angemarkert, eine kompakte Ansicht. Wir können natürlich auch auf gewünschte Punkte filtern und haben die gewohnte Häkchenansicht und gehen jetzt in dem Beispiel hier oben einmal auf Druck. Sehen hier im ersten Bild die Originalunterlagen der Gesellschaften, die uns geliefert werden, sei es in dem Beispiel allgemeine Versicherungsbedingungen. Es gibt auch durchaus Gesellschaften, die hier Anträge bereits hinterlegt haben. Was Sie hier oben sehen, sind die verschiedenen Arten, das Angebot zum Ausdruck zu bringen. Wir nehmen einmal das Angebot kompakt und sehen, wir haben eine Tarifkurzbeschreibung mit Beitragsdetails, haben eine Übersicht über die Leistungsstärke der Versicherer nach unserer Bewertungskriterien, nach Level 9 Bewertungskriterien, können hier die Schnellübersicht mit der Symbolansicht machen, sprich die Häkchenliste, und gehen einmal exemplarisch hier kurz auf Drucken. Sehen hier, dass eine BU-Analyse gespeichert wird. Ich lege sie mir hier in dem Beispiel auf meinen Desktop, speichere die und jetzt wird ein PDF erzeugt, welches sich dann auch öffnet. Wir ziehen das Ganze mal ein bisschen größer und sehen hier persönliche Angaben des Kunden, die Tarifkurzbeschreibung der zwei ausgewählten Tarife und hier fängt das Ganze an mit der Häkchenübersicht. Sie sehen, es ist ein sehr umfassender Ausdruck, genau 21 Seiten. Wenn Ihnen das zu viel ist, haben Sie die Möglichkeit, das Ganze auch zu komprimieren. Dazu gehen wir nochmal einen Schritt zurück über Vergleich und Kennzahlen. Möchten zum Beispiel nur die nicht erfüllten Vorgaben, möchten also vergleichen, wo ist Tarif A besser wie Tarif B, wählen das aus, gehen wieder über das Druckersymbol hier oben, gehen auf Individuell, sehen jetzt hier, dass wir die Schnellübersicht angemarkert haben. Wir wählen erstmal alles ab, wählen nur die Schnellübersicht, gehen auf Umfang-Leistungsvergleich und können hier als zweiten Punkt von oben mit den Filtereinstellungen der Vergleichsansicht drucken. Heißt, wenn Sie das hier anmarkern, drucken Sie genau das, was Sie vorher in der Vergleichsansicht für den Kunden ausgewählt haben. In dem Beispiel die nicht erfüllten Punkte. Wenn Sie das hier einmal hinterlegen, bleibt das für alle weiteren Ausdrucke auch genauso darin stehen. Wir gehen auf Drucken. Speichern das Ganze wieder ab. Auch hier wird das PDF wieder erzeugt und Sie sehen, anstatt über 20 Seiten haben wir jetzt noch deren 5. Was natürlich bleibt, sind die Daten des Kunden, die zu vergleichenden Tarife und dann geht es schon in eine komprimierte Darstellung, wir ziehen das Ganze mal ein bisschen größer, der nicht erfüllten Leistungspunkte. Zusätzlich zur Vergleichsansicht haben Sie natürlich auch im LV-Bereich die Möglichkeit, Ihrem Kunden das Beratungsprotokoll mit auf den Weg zu geben. Das heißt, Sie haben hier alle relevanten Daten, es ist ein beschreibbares PDF, genauso wie wir das aus dem KV-Bereich auch kennen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die komplette Beratungsdokumentation mit Ihrem Kunden gemeinsam durchzugehen, es nachher von ihm gegenzeichnen zu lassen, sodass Sie auch hier rechtlich auf der sicheren Seite sind. Weitere Videos finden Sie auf www.level9.de.